Das hatte Pep. Hast du was? Der Doktor kommt! Doktor, Heal Doktor! Was brauchst du denn, die Handschuhe? Du Pep, bücken Sie sich mal. Das muss ich. Beim Bundesheer gibt es ja die Musterung. Also bei uns heißt es so, dass es in Stellung heißt, glaube ich, bei euch. Ja, oder? Das ist bei uns auch. Warum schreiben die denn ständig alle in den Chat? Okay. Wow! Da habe ich mal gehört, dass früher sind die dir mit den in Arsch gefahren. Ja, das hatte ich kurz. Das hatte ich nicht. Nochmal was? Ja, bei der Musterung, also wie heißt es bei euch? Vom Bundesheer werdet ihr. Ich habe was komplett Falsches, glaube ich, verstanden. Nein, du hast das genauso gesagt. Die sind bei dir an den Arsch gefahren. Nein, bei ihm ja nicht. Aber früher bei der Musterung. Habe ich gehört, dass sie das getan haben. Hey, was haben die getan? Wir sind in den Arsch gefahren. Wie in den Arsch gefahren? Mit dem Truck, oder was? Prostata prüfen, beim Bundesheer. Gefahren, ja, ich fahre mit meiner Hand in deinem Arsch. Ja, reingefahren. Gefasst. Einführen. Eingeführt. Sag doch eingeführt. Die haben nichts angefasst. Die haben nur getastet. Die haben deinen Hintern angefasst. Wie sollen sie denn sonst... Tasten, boah. Der hat den Arsch nicht angegriffen. Der wollte nur da rein. Ey, warum lädt das Ich bin nicht Zombie. Weil da irgendein so Opfer mit einer 56k mitspielt. Aber ihr hattet das nicht, oder? Irgendwer ist gelieft. Maxi. Ja, der Falsche ist gelieft. Maxi? Ja, wir hatten gar keine... bei uns wurde ja die Wehrpflicht abgeschafft. Ach so, okay. Na gut, bei uns ist ja noch. Na, also, bei mir wurde das nicht gemacht. Da bin ich ja sehr froh. Und ich weiß noch, dass wir haben so flotte Sporthosen, so ganz kurze anbekommen. Das ist ja wie bei der Olympiade. So Shorts waren das, so kurze. Und dann waren wir dann bei. Und damit bist du den ganzen Tag in so ein Haus rumgelaufen, von Station zu Station, hast halt die Tests und Prüfungen gemacht und so. Und das Ding ist dann am Ende, dann gab es die Hodenuntersuchung. Die hat aber jeder machen müssen. Natürlich. Ja, die musste jeder machen. Die ist nach wie vor up to date. Und dann bin ich und da hat aber jeder Angst, dass er keinen Ständer kriegt. Weil, ich meine, man kann ja nur, weil ich kann irgendwas passieren, kann ich mal draufdrücken oder so und dann tang. Aber ne, war nix. Da hatte jeder Schiss davor, dass er keinen bekommt. Ne? Weil du brauchst dich nur blöd denken. Du brauchst dich nur auf Facebook schauen und dann ist er ein hottes Mädel und auf einmal tschakong. Ne? Aber ne, war nix. Hat Glück gehabt. Nee, es ist so. Mir egal, ob die Runde kacke ist, dann lade ich hoch. Das ist ein Kapuzentalk. Nee, Ja, das sind so Geschichten, die vergisst man nicht. Weißt du, jetzt ist es dir egal, wenn es passiert. Aber da, wenn es drauf ankommt. Ach komm jetzt. Hat der Arzt dann zu dir gesagt, oder was? Komm jetzt. Das muss auch noch geprüft werden. Na, Das müssen alle Körperfunktionen geprüft werden. Ja, na, der hat dann so rumgedrückt. Und er hat gesagt so, bitte ganz ausziehen. Und ich gesagt, ganz ausziehen. Und ich gesagt, wow. You've been removed from the game, dude. Ja, weil du AFK warst. Nein, du musst doch die Maus bewegen. Was, ehrlich? Ja, du bist wegen Inaktivität gekickt worden. Ja, aber ich warte doch. Was soll ich denn tun? Ja, die Maus bewegen. Das ist ja schwachsinnig. Seid ihr noch drin? Ich bin noch drin, weil ich die Maus bewege. Das hat die Maus ja aber auch nicht bewegt. Urblöd, oder? was? So, du hast nicht aktiv gewartet und den Ladescreen angeschaut. Boah, so dumm. Ja, dann spiel's halt. Ja, dann machen wir neu. Bis gleich. Wow. Ich hatte so eine schöne Geschichte erzählt. Sexualkunde mit Kapuze. Wenn's euch gefällt, Däumchen nach oben. Ja. Das ist ja unbedingt drinnen. Alles Spiel neu starten. Was ist denn da heute los, ey? Ja, weil irgend so ein Typ da reingekommen ist, der... Gab's eine Prostata-Untersuchung. Du fehlst noch, Kapuze, nimm an. Du bist wieder rausgegangen. Warum bin ich rausgegangen, ich Trottel? Warum bin ich rausgegangen, wirklich? Gute Frage. Warte, hä? Warum bin ich wirklich rausgegangen? Ich komme wieder rein. Und da hat mir so eine, da habe ich so Prostata-Story erzählt und so Hodeuntersuchung-Story. Ja, die habe ich auch schon durch. Ja, siehst du? Hättest du mitgekriegt? Ja, ich habe in der F, ich weiß, war ich 11. Klasse oder so, schon ein Angebot von der Designschule bekommen in Schwerin, dass ich da hätte Game Design studieren können.
Und hab dann vorgezogen, ja, hier, wie heißt das? Musterung gemacht, ne? Ja. Und da stehst du halt auch erstmal, ja, einmal nach vorne beugen, ja, genau. Hinten dran hockst du eine Tipsy irgendwie am PC und du bückst dich da irgendwie und. Hast du eine Prostata-Untersuchung gehabt? Ja, der hat mir erstmal schön da hinten zwischen die Beine gepackt, ey. Warte, wir können ja gleich im Loading Screen weiterreden. Aber. Nein, nimm schon auf, keine Sorge. Lass mich ruhig weiter. Warum nimmst du denn nicht auf? Warum kommst du in die Lobby, meine ich? Ich komm schon, ich hab grad den Loading Screen gehabt. Weil dir haben sie den Arsch gegriffen? Die waren drin bei dir? Nee, nicht drin. Wie das so klingt, als wenn er die komplette Hand reingesteckt hat. So angeguckt hat, die guckt aber aus meinem Mund. Mit dem ganzen Arm war er drin. Einmal Taschenlampe rein. Bin ich wieder aus. Gib ihn da. Nee, in Jüngfurt wurde der nicht, aber. Also, haben die jetzt reingegriffen oder nicht? Nein. Okay. Weil bei uns eben auch nicht. Das war früher nämlich so und heute ist es ja nicht mehr so. Aber deine Balls haben sie schon. Ja. Ja. Die sind sich ganz gut rein. Das ist so dumm, manchmal. Das war so unangenehm, voll, weil normalerweise, weißt du, da bist ja irgendwie so, wird irgendwann vorgestellt oder so, und dann ist halt ein Arzt. Weißt du, und da war ein Arzt und hinter dem hat einfach ganz normal am PC irgend so eine Troller gehockt. Ja, das kenne ich. Hose in der Kniekehle. Sieht's dann da. Feuerfrei. Ja. Ja. Na, hattest du auch Angst, dass du Kennenständer bekommst? Also, ich meine. Bevor du reingehst. Seid ihr bereit? 3, 2, 1.